bam ba bam yam bai ba bam yam bam ba bam bam bai ba yam ba 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 yam bai ba bam yam bam ba bam bam bai ba Wie heißt du und wann bist du geboren geworden und wo? Mein Name ist Theodor Bickel. Geboren geworden bin ich in Wien, in Österreich, Austria, mit kimat 80 Jahre zurück, im Jahr 1924. Und das war eine interessante Zeit. Bei uns im Stück hat man gerät etliche Lechönes, mit der Babe auf Jiddisch, mit den Taten sei auf Jiddisch, sei auf Ivrit, ich bin der Hebräist euch, und mit der Mama Deutsch. Deutsch ist die Sprache von dem Land. Von wann stammen deine Eltern? Bukowina, von Bukowina. Das heißt, Bukowina hat also gebeten, als Sachländer, einmal ist gewesen Russland, nachdem ist geworden Österreich, wie die Eltern sind geboren geworden, ist es Taki in Österreich. Im Jahr 1919, beim Vertrag von Versailles, ist geworden Rumänien. Und im Jahr 1946 ist geworden Russland, jetzt ist Ukraine. Gewiss. Und was ist gewesen, sehr Mamelöschen, deine Eltern? Sehr Mamelöschen, mein Tates Mamelöschen ist gewesen Jiddisch. Der Mames Deutsch und Ruthenisch. Die Poiern haben geredet auf Ruthenisch. Und sie haben eine Sache gehabt, zu tun gehabt mit den Poiern dort. Meine Seide auf der Mamelseite ist gewesen ein Vorsitzender von einem. Von einer Tfisse, eine Landfisse, wie rieft es so. Also hat man gemisst reden als Sache mit den Kriminalnikes. In welcher Sprache? Ruthenisch. Ruthenisch. Also deine Eltern haben nicht geredet Jiddisch zwischen sich, nur Deutsch? Zwischen sich nicht. Mein Tate hat gesagt, der Mama Eder, sie haben Hassene gehört. Also er wird nicht haben Hasne mit ihr, also er wird nicht lernen Jiddisch. Also hat sie sich alles gelernt, aber zwischen sich haben sie nicht geredet in Jiddisch. Nur der Tate hat sich herumgenommen, tut mit Dienstag, Verwurzdienstag, weiß ich nicht, sind wir gesessen, noch ein Essen beim Tisch und er hat gelehnt, sei Poesie, sei eine ganze Pjäse, hat er, Theaterpjäse auf Jiddisch, alles auf Jiddisch. Peretz, Sholm Aleichem. Das war mein Dienstag. Aufend. Bist du gewesen ein einziges Kind? Einziges Kind, ja. Und dein Bobbe hat gelebt mit euch? Die Bobbe. Hat die gelebt? Bobbe, ja. Das heißt, als euch von gleich von Anheb hast du geredet mit ihr Jiddisch? Ja. Ja, okay. Die Bobbe gelebt mit uns und mit ihr gelebt auf Jiddisch. Deutsch euch, aber auf Jiddisch. Sie hat gekannt Bedele Schönes. Also dein Tate pflegt vorlehnen etwas auf Jiddisch, jeden ja. Dienstag. Und du, wann hast du sich ausgelernt, Lemarschel, lehnen Jiddisch? Lehnen ist wenig leicht. Keinem Kohl habe ich gelernt Hebräisch, Ivrit. Der Lehrer gekommen nach Hause in der Stube, als ich bin 5 Jahre alt. Eider noch, ich bin gegangen in der Schule. 5 Jahre alt. Die Oisis habe ich schon gekannt. Noch keinem. Aber ich kenne die Oisis, kommen lehnen. Also, wie geht es euch an jetzt? Ach, jetzt das, was das gehabt in der Stube mit Jiddisch. Hast du gehabt, eine andere Möglichkeit zu reden, Jiddisch?
Sigwendu Möglichkeiten, Sigwendu Möglichkeiten zu hören Jiddisch, Sigwendu a Jiddisch Theater in Wien, Gastrollen sind gekommen, Gastspielen sind gekommen, Truppen. Einmal ein Vortrag für einen Rezitator, für einen politischen Redner, welcher ist gekommen von einem anderen Land. Für Israel euch, damals in Palästina, zionistische Reden gehalten auf Jiddisch. Denn Hebräisch, Hebräisch haben nicht gekannt, die Menschen. Jiddisch, ja. Aber viele die, die sie haben geredet, nur auf Deutsch, können verstehen, eine Rede auf Jiddisch. Als gesellschaftlich, warum dir, wenn du bist gewinn jung in Wien, deine Freund, wo sind sie gewinn? Ist gewinn, wo hast du geredet mit sie? Sag Sprache. Deutsch. Deutsch. Ein bisschen Ivrit, ich bin da gewesen in der zionistischen Bewegung. Das heißt, wir haben gesungen hebräische Lieder, zionistische Lieder. Jiddisch ist gewesen zwischen die Jungwerk und die älteren Menschen, nicht zwischen Junge. Ich habe gerade Chaverim. No, sie haben nicht gehört kein Jiddisch. Ich bin gewinn der ein und einzige. Was er gekannt. Hat gekonnt reden. Und lehnen. Und so. Aber Jiden sind immer gewinn. Bewusste Jiden. Jiden mit der Überzeugung. Das ja. Nur sprachlich ist gewinn eine andere Sache. Also ich das euch in andere Länder. In Mexiko redet man Asach Jiddisch noch, ob nicht Jiddisch, ist Spanisch. Aber du in Amerika, weißt du doch, wie das ist. Jeden einmal, sie gehen nach, hat man gefunden, Emitzen wird nicht gekannt, kein Jiddisch, Asach, so, wie eine moderne Sache. Heint, jeder Redner redet auf Englisch. Was steht drauf? Mary, just a second. I think it's really important that if you think of any songs at all while you're talking, that you actually feel free to play a melody from it. Okay? And even when we finish, I'd like to go back and do an opening where he starts out by playing and then introduces himself right after, rather than, okay? We can do that at the very end, but just please feel free whenever. Okay. I'm sure you probably think musically all the time anyway, right? Okay, Hast du dich einmal geschämt mit Jiddisch? Geschämt? Geschämt mit Jiddisch? Nein. Nein, käme nicht. Ich habe gesagt, käme nicht geschämt zu sein, ein Jid. Ein stolzer Jid. Das ist Jiddisch. Das ist wie bei mir in Kirchen. Ein Kirchen Jiddisch und der andere Kirchen Ivrit. In Zionismus oder du. Aber speziell in Österreich, ja, wo deutsches Gewinner so wichtig und hat man geguckt auf Jiddisch als eine Jossem-Sprache oder ein Jargon? Ja, es ist ein Jargon. Befragt nicht zwischen Goyim, noch zwischen Jiden. Jeden haben gesagt, das ist ein schlechter Deutsch. Und das ist doch ein. Was heißt das, ein schlechter Deutsch? Ein guter Jiddisch ist kein schlechter Deutsch. Ein schlechter Jiddisch ist ein schlechter Deutsch, bis dann. Aber du hast es Kemel nicht gefehlt? Nein, Kemel. Und wenn du bist gewinnt, hast du einmal gelernt, Farsich, jüdische Bücher, jüdische Meises? Literatur? Nicht oft, nur. Ja, sie trifft sich einmal, ja. Mir und der Kante Sarbicher auf Jiddisch. Sarbicher in der Stieb. Fein. Na,
מלרנט, כן. סיז, ויקינדר לרן זכויס, יידישה לידר. מי הם גזינגן יידישה לידר, אין וין, זינטיק, זן וגגנגן שפצירן, אין ולט, וינר ולט, וגזינגן, הבריש, יידישה לידר, אופן הויכן קול, שתן זך פור, אופן הויכן קול, עד נהר תלית, on a guitar. Yid von a lied von Pesach. Mu was a pro mu da bru it khu it khu yom tzeri ya wer ken zogen wer ken reden was die eis batait was die eis batait einer is got in got is einer un weiter keiner mu was a pro mu da bru it khu it khu yom tzeri ya ken zogen wer ken reden was die zwei batait was die zwei batait zwei sind die liches einer da got un got is einer un weiter keiner also geht es weiter bis 6 bis 7 mu asa pro mu da bru et kho et kho yom tzeria wer ken zogen wer ken reden wo di sin batait wo di sin batait zim zen di wochen dei kun zeigem ni scheis film zen di khamushim un vier zen di imes drei zen di obes un zwei zen di liches un einer mit da got un got di zeiner un weiter keiner und das hat geklingen in der Wald. In den Wald. Ja. In a deutschen Wald, an österreichischen Wald. Man lernt. Andere haben das am Ziel gehört und gesagt, no, es ist öfter, dass das auf Russisch werden, sie wissen noch nicht. Also was ist geschehen danach? Du bist gefahren in Palästina, in ja. Israel. Sie gehen in im Jahr 1938. Die Nazis sind reingekommen in März und wir haben versucht, herauszukriechen von da nicht. Sehr schwer, sie sind sehr schwer. Sechs Chaduschen sind mir gewesen unter nazischer Regierung. Mein Tate war ein Aktionist und die englische Regierung hat beschlossen, zuzuteilen, a kleine Zahl von Visas zu fahren in Palästina. So gehen der Mord britisch. Und mein Tate bekommt eins von den Visas, nur für der kleine Mischproche, das heißt Tate, Mama und Kind, nicht die Babe. Babe ist gewähnt, die Babe ist... So, was willst du ablösen? Und wir sind gefahren. Angekommen in Tel Aviv, im ersten Tag von Rosh Hashanah 1938. In Tel Aviv, Take, in Hafen von Tel Aviv, ein Stück Hafen, den ganzen Tag. Kleine Schiffe. Und dein Bob ist gekommen danach, ja? Danach, ja. Koim, etwas zwei, drei Chadushim, Fahrt der Milchome. Und wie soll das gesehen, dein Leben dort mit Jiddisch, mit Deutsch, mit das Gerät bei der Hebräisch? Hebräisch. Los, ich meine Hebräisch. Die erste paar Jahre, sie gehen kiemat nur Hebräisch. In der Heim, also, man kommt daheim, man sitzt, man singt, man redet ein bisschen. Das ist kein Hebräisch. Euch, die Mama hat sich müssen auslernen Hebräisch. Euch, sie müssen kaufen etwas zu essen auf Hebräisch. Okay. Und ich bin in a landwirtschaftliche Schule, agricultural. Schule, koidem, nordem, in a Kibbutz. Sie sind alles, sie werden auf Hebräisch. Der Kibbutz, viele die Eltern in dem Kibbutz sind gewesen, von Slowakien, von Tschechien, von all meinen, von Ungarn. Das heißt, die Jüngwer, die haben alle geredet auf Hebräisch, die Eltern haben geredet auf die andere Lechonis, auf Ungarisch,
Tschechisch. Ich bin gewesen der einzige Junge, weil ich gehört mitgedavend Rosh Hashanah Yom Kippur mit den alten Menschen in Kibbutz. Aber mitgedavend, ja, auf mit, Hebräisch, na, ja. Nicht, ja. Weil ich bin also ein Frimmer, nur ich habe etwas Zugang zu Tradition. Bei mir ist das wichtig, Tumegwein wichtig. Und später, wie hat sich das entwickelt bei dir? Dein, hast du sich noch ausgelernt, jüdische Lieder und andere Euphanim? Ja. Man gehört, sie sind gekommen, Einwanderer, Ken Yisrael, nach der Milchome, nach der Shoah. Und sie haben gehört Lieder. Und sie haben gehört Aluschen. Mit Ungeheim reden Jiddisch. Noch einmal, verwusst, weil die neue Angekommene, haben neu gekannt reden auf Jiddisch und nicht kein Hebräisch. Es ist wie eine Prämie auf Menschen, die haben gekannt reden mit sie. Als für dir euch ist es gewesen so? Ja, warte, ja. Das hat eine Möglichkeit. Ja. Möglichkeiten zu hören, zu reden, zu singen mit sie, hören Lieder. Das ist sehr interessant. Und hast du gehabt etwas, ist es eine spezielle Sibbe, was hat dich zugezogen zu jüdischen Volksliedern dein ganzes Leben? Ich weiß, dass du singst Lieder von verschiedenen Völkern. Ja. Aber warte, nur wusste, das jüdische Lied ist meins. Die anderen Lieder sind Lieder, und ich bin doch ein Sänger, singt er, Kolmine, von anderen Kulturen. Und es ist gut, also. Nur wusste, das jüdische Lied ist meins. Und ob ich will es nicht singen, wird keiner nicht singen. Ich habe das in Sinnen, als wir misshalten dabei. Das von allein wird, wir können vergessen, die ganze Kultur können wir vergessen. Es kommt ein neuer Tag, wenn sie nicht zu merken Stern, und man denkt, ah, die Sterne werden kommen und nicht zurückkommen. Nur der Sinn von dem neuen Tag ist nicht das Einzige. Sie du der Sekunden von Nächten. Und der Sekunden von Nächten ist euch etwas zu halten, heint. Und zu überführen auf morgen. Das ist wichtig. Es ist eine Kultursache. Wie du geschrieben, als Jiden, intellektuelle, kluge Menschen, sollen kennen nur ein Sprache oder zwei Sprachen. Und Amode in Israel ist gewesen, also, es hat gehalten, gepasst da viel. Also, Jiddisch ist eine Gullesprache und man muss vergessen auf den Gulles. Keinem Kohl, man vergisst nicht. Schön ist, das heint schon nicht mehr so in Israel euch. Sind du Bücher. Die Hebräische Universität gibt euch Bücher auf Jiddisch. Jiddisch, Lieder. Euer Gebirtig, der Warschawski, so, sieh du. Hebräisch und Jiddisch sind doch zwei Seiten von derselben Kultur. Wir müssen pflegen, beide. Nicht nur eins oder das andere. Hast du eins lieb mehr wie das andere? Montag ja, Donnerstag nicht. Sehr diplomatisch, ja. Als kann man sein Zionist in seiner Jiddischist? Warte! Ich habe einmal gesungen für
בן גוריון, בן גוריון הוא גוון הגויסה הבריסט, הוא גזוקט, אהר גוון אינה פנדי, יידיש, תוסיז הלושן פנכתן, ומזדוי פגסן. נו, אימול, זה מיר גוון צוזמן אין לונדון, ונאר זה גקומן זמן גלד, מיר זן גזסן, באימצן אין שטיב, נוכן אסן, ונאר תמי גבטן, יר זול זינגן טאקי אוף יידיש. Also in Israel soll man nicht wissen, doch in der Tage. Nur wo es aber gesingen, die Zionist, die Palästinien-Hymne. Wir häuben die Hände gegen Israel und schweren, bei Zion sein Volk und sein heiliger Erd, bei alles, was wir lieben, was heilig wir ehren, bei unsere Oves zerbrochenem Schwert, bei alles, was wir lieben, was heilig wir ehren, bei unsere Fort zerbrochenem Schwert, bei unserer Geschichte, wo steht und geschrieben, mit unseren Tränen, mit unserem Blut, mir schwören, das Volk heißt zu lieben, zu kämpfen vor ihm, mit Heldigkeit und Mut. Mir schwören, das Volk heißt zu lieben, zu kämpfen vor ihm, mit Heldigkeit und Mut. Ein zionistisches Lied auf Jiddisch. Das kann sein, ein buntes Lied, ein buntes Lied für euch, ja? No, es ist aber gewesen ein zionistisches Lied. Ist es gewesen einmal ausgeteilt auf Hebräisch euch? Das ist ein Lied, aber bleibt es nur ein jüdisches Lied? Mir dachte sich das nicht. No. Auf Hebräisch habe ich nur gesagt, na jedei kol achenu, es ist ein anderes Lied. Also, wenn hast du sich genommen zu rekordieren, die alle jüdische Lieder? In Amerika. Wir kommen nach Amerika im Jahr 1954. Und du in Amerika, das war ein moderner Land, als, ich habe Tumut gesungen in Wien, in Israel, ich habe gesungen in London, auf viele vor der Königin Elisabeth, ich habe gesungen. Hast du gesungen auf Jiddisch? Auf Jiddisch, warte, in Buckingham Palace. Welche Lieder hast du gesungen für die Malke? Hecher besser, die Rod magresser, Größ hat mir Gott gemacht, Glück hat mir gebracht, Hullet Kinder ganze Nacht, dem sind ich euch gegeben, dem sind ich euch gegeben. Starker Freilich, du die Malke in der Melech, ei, 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 ich allein hab mit meinen Augen gesehen, die hab Gott ist mit Matzia gewesen, dem sind ich euch gegeben, dem sind ich euch gegeben. Eisig, massig, die Bobbe geht akasig, geht eine Haare, seht nur seht, wie sie tupet, wie sie dreht, oi, aus dem Chö, ja, freudig, wenn ich euch gegeben, dem sind ich euch gegeben. Motl, Rebschimmen, die Römerleid sind angekommen, stellt vor sie den schönsten Tisch, teire Wein und teire Fisch, komm, mein Tochter, geh, schon mal ein Kisch, dem sind ich euch gegeben. Hat es dir gefallen? Ja, danke. Also, seine Lieder, aber ich singe in Dorten. Und aber wo ich gesagt habe, ich komme in Amerika und als mit Titepes geht, verlangt Amerika, als man soll es machen, eine Karriere. Nun, man hat eben verlangen, als ich soll singen, oder du, in auf der Bühne, in einem Konzertsaal. Und dann sollte ich sagen, sie gewann eine Karriere. Eine zweite, eine dritte Karriere. Und wie lange rekordierst du schon solche jüdische Lieder? Ich finde 55. Das heißt, schon 50 Jahre. Und wie viele solche Plitten oder Taschmes hast du rausgegeben auf Jiddisch? Vier, ganz auf Jiddisch. Sie waren vier Platten, ganz auf Jiddisch, und etliche Platten haben gehabt jiddisch Material zusammen mit anderen. Und Sarah Lieder hast du, wie so kleibst du aus deine Lieder auf Jiddisch? Sind da so viel? Was mir gefällt, du singst. Ich bin nicht kein...
wie sagt man das, ein Akademiker, was er sagt, alldings müssen wir rekordieren, alldings müssen wir singen, ihr singt nur das, was mir gefällt. Und was passt zu meiner Stimme, zu der Stimme, zu der Gitarre, zum Instrument. Ich bin nicht kein Chasen, ich bin nicht kein Operasinger, ich bin ein Folklorist. Also nennen du Kategorien von Liedern, was gefallen dir mehr wie andere auf Jiddisch? Volkstümliche meistens. Lieder euch, Lieder soll man nicht nur singen, nur man singt, als andere sollen es hören und lernen und sie sollen es singen. Das ist der Zweck, einer von den zwei. Ein Zweck ist, es gefällt was zu singen. Nur ich habe gesungen ein Lied. Mein Vetter, Schleume Bickel, ist nicht da geworden, hat er übergelost den Brief. Also will, also bei der Leweihe, noch der Leweihe, das heißt, bei der Zeremonie soll ihr singen ein Lied. Er gewillt, hat übergelost, hat Savoy, wir gesingen. Die Sonne wird heruntergehen unter'n Berg, wird kommen a Stille, die Liebe zu gehen. Wird kommen a Stille, die Liebe zu gehen, beim Omet, wo sitzt, auf a goldenem Stein, und weint vor sich einem allein. Beim Omet, wo sitzt, auf a goldenem Stein, und weint vor sich einem allein. Die Sonne wird heruntergehen unter'n Berg, wird kommen a goldene Pave zu fliehen, wird kommen a goldene Pave zu fliehen, und mitnehmen wird sie uns alle ahin, wo die Bänkschaft wird ziehen. Und mitnehmen wird sie uns alle ahin, wo die Bänkschaft wird ziehen. Die Sonne wird heruntergehen unter'n Berg, wird kommen die Nacht und wird singen Lulu, wird kommen die Nacht und wird singen Lulu, arriber die Augen, was fallen schon zu schlafen in ewiger Ruh. Arriber die Augen, was fallen schon zu schlafen in ewiger Ruhe. Ist das Mangels Lied? Ich bin nicht sicher. Hast du immer mal bekannt? Kein Mangel. Nein. Martin dort. Er hat gelebt in Israel. Und er hat geschrieben, weitergeschrieben, schöne Lieder. Die Megille-Lieder, die Tanach-Lieder, wunderbare Sachen. Und die anderen Menschen, gebürtig und im Ganzen nicht gekannt, da war der, er immer noch weggehagelt im Jahr 42. Und das ist ein wichtiger, ein sehr erwachsener Folklorist und Schreiber. Das ist gebürtig. Was gebürtig gewesen der größte Singer und Lyrist von jüdischem Volk, welches der Harget geworden von den Nazis im Jahr 1942. Und das ist ein Plakat für sein Konzert, also er hat noch gehabt Konzerten. Und sind gewesen vorhin andere, wo es das Jahr sich gerade die Möglichkeit zu bekennen? Kennst du ein bisschen erzählen wegen dem? Nur getroffen einmal. Gerät, ein halber Schuh. Also, wir sind mit Furt auf ein Schiff und kommt ein anderes Schiff dagegen. Und man sagt Hallo. Und man fährt weiter. Und Achit von Singen, was ich weiß, die Hauptsache. Was noch
tust du oft mit Jiddisch in deinen Poesie. Oder die Lieder, ich verteidige die Lieder, übersetze die Lieder auf Englisch, weil die Menschen kennen noch nicht kein Jiddisch mehr. Will ich, also sie sollen bekommen dem Tam von einem Lied, singe ich also ein Lied auf Englisch, auf Jiddisch und auf Englisch, mit englischen Wörtern euch. Sie sollen verstehen, wo das ist. Und ich übersetze. Ashura auf Englisch, Ashura auf Jiddisch, aber ganze Strophe. Strophe auf Englisch, Strophe auf Jiddisch. Man rezitiert, man deklamiert auf Jiddisch. Mit Sie meinen Papiernikow. Zionistische Poesie ist. Mir sehnen, Chalutzim, Pionären, euch Felder, wo's brennen, euch Felder mit Wiskeit und Steppes vernommen, wie Schwalben in Frühling die Erste gekommen, mir sehnen. Mir vorn, Chalutzim, Pionären, nicht Kargen, nicht Sporen, kein Mie und kein Schweiß unter Feier von Sinnen, an eigene, warme Heim zu gefinnen, mir vorn. Mir gehen, Chalutzim, Pionären und Ackern sehen und singen dabei, so hoffertig munter, hoch geht so leid sich der Boden nicht unter, mir gehen. Mir gläuben, Chalutzim, Pionären, von Gläuben der Häuben die steinerne Felder mit Gold zu verziehen und heuer sich zu wachsen und reit sich zu blühen, mir gläuben. Mir sehnen, Chalutzim, Pionären, was können und kennen, verbrennen die Brick unter sich und beweisen dem Feind, als mir sehnen von Stoll und von Eisen, mir sehnen. Und wenn Sache Möglichkeiten hast du das rezitiert? Aber lasst mir rezitieren. Aber sind gewinnt speziell gewinnt Möglichkeiten. Unternehmungen da in Amerika zu da in Amerika euch, ja. Sei eine Zeremonie für der Volk, zulieb der Volksbühne in New York. Sind da Gelegenheiten. Wie viel Sprach kennst du? Fünf Sprachen gut. Noch, ich drehe sich durch mit noch zwei Sprachen, aber ich singe auf 21 Sprachen. Und ich muss doch verstehen, was ich singe. Versteht sich, ich kann nicht so rein singen. Das ist USA, Kanadisch, Irish, French, Greek, Sidhu. Kol mine, mit Kolagitz, wie gesagt. Und hat Jiddisch einen speziellen Klang für dir, was ist anders von anderen Sprachen, was du kennst? Gut? Darf ich nicht so gut? Heimisch. Heimisch? Es ist heimisch. Es ist meins. Es ist ein Schut, als sie nicht mehr du. Aber man redet nicht mehr, nicht öfter. Mit Menschen, mit Chaverim. Es trifft sich einmal. Ich habe Chaverim, Bruce Adler, Mike Burstyn. Mit sie können wir noch reden, ein jüdisches Wort. Eli Wiesel. Mit dem rede ich Hebräisch und Jüdisch euch. Aber als nicht ist es selten, ja. Huh? Als nicht ist es selten, selten geworden. Selten. Oi, Teier, im Malki, gesund sollst du sein. Oi, füll mir an den Becher mit Wein. Bam, 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 bam,
von dem dosigen Becher, wo's glanzt, also schön, und getrunken, mein Seide allein. Bam, 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 bam. Bam ba 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 yam bam 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 ba 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 bam 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 ba 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 yam ba 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 bam. Heute ihre Malke gesund sollst du sein, vor wem soll ich trinken dem dosigen Wein? Bam ba 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 yam ba 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 yam bam 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 ba 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 yam bam 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 ba 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 yam ba 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 bam. Lo mir trinken alle heim vor dem Pintaleid, wo's mitschit sich und wer gar nicht mit. Jam bam 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 bam. Lo mir trinken vor die Sonnen, nur sag sei nicht aus, sei wie es gießen Tränen von dem Becher heraus. Bam 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 bam. Hast du mal gerade die Möglichkeit, das zu spielen auf Jiddisch? Man hat mir gebeten, ich soll spielen auf Jiddisch. Dus Jahr in Montreal. No, ich habe nicht gehabt die Zeit, ich bin anders vernehmen. Sie wollen spielen in heute Juni. Dus Jahr. Kenne ich nicht. Das schaut, aber ich kenne es. Ich wollte. Ich habe es noch einmal, ein anderes Mal. Ein anderes Mal. Ja, ja. Was meinst du, ist der Zustand von Jiddisch heint? Leute, deine Meinung. Wie soll seht es dir aus? Schwach. Schwach, weil sie du Jiddisch, sie du Käschenes von Jiddisch. Du oder dort. Aber meistens ist das in einer Hochschule, in einer Universität. Das wird schon etwas akademisch. Ob es hebt nicht an, im Kindergarten, früh, mit kleinen Kinderlach, ist das schon verloren. Es ist eine lebendige Sprache, als sie lebt, eine Sprache, müsste du sein für ein Unheb mit kleinen Kindern. Nicht später. Also was trachst du wegen die, was reden ja Jiddisch von Kindweis an, das heißt die Chassidische? Ich kenne Menschen, sie reden in der Heim, sie reden Jiddisch in der Heim, sie reden mit den Kindern, man geht, man spielt. Ich habe getroffen Menschen, ich bin gewesen in Afrika, in nicht darum Afrika, es gibt Heint heißt es Namibia. Es gibt einmal in einem Platz, wo es rief sich an Windhoek. Ich habe getroffen, junge Menschen, bis 30, 35 Jahre alt, sechs Menschen. Einmal eine Woche haben sie getroffen in Gerät Jiddisch. Finn unheb, man geht rein in der Tier, durch Essen, Trinken, Korken spielen, aufwaschen, die Tellers, alles sie gewinnen auf Jiddisch. Ein Tag, ein Abend, eine Woche. Junge Menschen, moderne Sachen. In Amerika ist es nicht tun. Nein. Und es ist ein Schott. Es ist du bei den Chassidim, ja? Ja, die Chassidim. Die Chassidim ist etwas anderes. Die Chassidim reden Jiddisch, aber sie klären nicht von Jiddisch. Es ist auch viel, du nicht kein Bücher, wo sie lernen sich aus Jiddisch.
Sie reden. Der Rebbe redet auf Jiddisch. Und man verteidigt auf Jiddisch. Nur die Orientation ist nicht kein Jiddische. Es ist eine religiöse. Es ist eine andere Sache im Ganzen. Eine andere Sache im Ganzen. Und das nimmt nicht über die andere Gruppen von Jiden, nehmen nicht über von den Hasidim. Die Hasidim sind interessiert, zu machen Jiden von Apikorsim. Wie soll machen sie Jiden von Apikorsim? Also lernen sie Talmud. Talmud und Teure, nicht kein Jiddisch. Sie lernen Take, haben sie angeheben auf Jiddisch, Hebräisch. Hebräisch, Englisch, nicht Hebräisch, Jiddisch. Hm. Also vielen das nicht. Mit anderen Jiden. Ja. Zwischen sich, ja. Ja, ich verstehe. Aber mit anderen Jiden nicht. Hm. Die Verbindung in der Studio. Also in Herrn. Das ist ein Schott. Das ist ein Schott. Und das wird, als Jiddisch wird überleben, nur in der Hasidisch, in der, zwischen den Hasidim, wie so kommt die Katze über dem Wasser, von dann nicht daher. Nun, man sagt, dass Jiddisch viele zwischen den polnischen Jiden, zwischen literarischen jiddischen Menschen, litwische, vielleicht hat angehoben mit religiösen Menschen. Das haben sich ein bisschen entwickelt auf eine andere Art. Ich hoffe, es ist möglich. Aber ich weiß nicht, dass es wird mal zukommen als Zusatz, zu einem Resultat. Für dir persönlich hast du hast Kinder, ja? Ja, und sie reden nicht Jiddisch. Ja. Reden sie andere Sprache? Andere Sprache, ja, ist ein bisschen. Französisch, das. Also was ist geschehen bei dir? Für was haben deine Kinder sich nicht gelernt, kein Jiddisch im Ganzen? Weil ich bin gewesen, Tomit bin gewesen, oder du auf einer Tournee, oder du im Theater, oder du in... Ich bin nicht gewesen, also Tate, ich habe nicht gerade die Möglichkeit zu sein mit sie die ganze Zeit. Wie soll mir so sein? Und deine Eltern haben gelebt eine lange Zeit, ja? Ja. Ja. Der Tate, ich bin 80 Jahre alt, wir sind öfter geworden, die Mama 97. Das ist nur die Hoffnung von mir. Also, wenn du vielleicht dich sehen mit sie in den späteren Jahren, was hat dir gerät zusammen? Was ist gewesen eine Sprache? Kol meine Sprachen, ja? Ivri, Deutsch. Es hängt ab, wer andere Menschen sind heu gewesen in Stieb. Kommen auf einen Besuch. Das ist, die anderen Menschen geredet auf Ivri, haben geredet auf Ivri. Ob Deutsch, Deutsch. Ob Jiddisch, Jiddisch. Kennst du sich vorstellen, eine Welt ohne Jiddisch? Nein. Nein. Andere sollen sich vorstellen als eine Welt. Ich, nicht ich. Nicht ich. Das ist unmöglich. Unmöglich. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und wir sollen. Wir müssen das überleben. Wir müssen das überleben. Schon mal Lechem hat gesagt einmal. Ajid muss überleben, aber viele soll gehärtet werden. Also wer soll, meinst du? Bei mir mit Lieder, ja. Bei anderen mit Schreiben, mit Reden, mit in einer Schule mit Kindern, bei mir mit Liedern. Wenn lernst du einmal die Lieder zu anderen Musikanten, zu anderen Menschen? Ja, ja, ja. Kennst du ein bisschen erzählen wegen mir? Menschen wollen wissen, von wann kommt ein Lied, wie soll ich. Also ich kenne nicht kein Jiddisch, lernen sich aus, also mit noch ein Euer. Ich hab noch ein Kollegen, also interessieren sich wegen Jiddisch.
אפילו שזה קומיש לזה, ארלו גאטרי, די בובה זיינה, פנדממה זיית, זה גוין הדיכטרן היידישה, אליזה גרינבלט, זה גשרים לידה, וניחו תקי גזינגן די לידה, ונעלות מהונגר קלינגן עמוד, וזוק תביל לרנן אינס פן די לידה, שזה די יירישה זיינה. geschickt das Lied. Und kommen zu dir euch junge Menschen, zum Beispiel in Festivalen oder andere Eltern, ja. Was du hast der Möglichkeit? Ja, danke. Ich bin gewesen in Wisconsin mit der Jürzeri, gemacht mit der Jürzeri. Sie du ein wochenlanges Seminar, was rieft sich von Havana Shira. סיז יונג חזונים מנר ווייבר פון דער רפורם בוועגונג און זיי זינגען אויף עברית זינגען אויף אנגליש און מיט מיר געבטן יא זאג קומען אויף אויף דעם וויקענד איך האב געזאגט מיט איינט ניי אז ער זאל פירן א וורקשאפ auf Jiddisch, jiddische Lieder, als man soll hören, als man soll sich bekennen mit denen. Und da hat er so übergetan. Das ist interessant. Ein Festival in Krakow, es ist ein Sach Jiddisch, ich gerät Jiddisch jeden Tag mit Menschen, in Gas, in Stieb oder du, in der Synagoge, was mir zu weiter aufgebaut zurück. Das ist, wenn die Menschen tanzen dich, das ist, wenn Scirocco Square in Krücke, Scirocco Square, der größere Platz. Und man hat gesungen, man hat zu Hause gelernt, Lieder von anderen Menschen. Ich habe gelernt, ein chassidischen Nigen in Krakow mit der Jür zurück. Und ich nitz dem, unter dem Nigen in der Pjese, was ich spiele, heint. The Chosen, the Ausgeklibene von Potok's Pjese. Und ich singe dem Nigen. Wie also geht das? Ja ba bam 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 ja ba ba bai 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 bam ja ba 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 bai bam 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 ja ba bam 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 ja ba ba bai 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 bam ja ba 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 bam ja ba ba bam 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 ja bai ba bai bam ja ba bam 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 ja ba 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 bam ja ba bam 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 ja ba 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 bai bam ja ba 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 bam ja ba ba bam ba bam ba bam 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 ja ba bam ja ba bam ja ba 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 bam ja ba bam ja ba bam ja ba 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 bam Ya ba 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 Ich ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Es ist du, in Krakow sind gewesen als Sachmenschen, als Sachpublikum, als Sachmenschen. Nur wuss, 80-90% nicht Jiden. Sie haben sich interessiert, da war die Musik sehr interessiert, gesingen, mitgesingen, getanzt. Aber sie do Interesse, sie ist Interesse, sie do Interesse. Was hast du gesagt heint zu ein junger Mensch, was kennt gar nicht wegen Jiddisch, aber öfter hat ein bisschen ein Interesse in dem. Was hast du ihm geschildert wegen Jiddisch? Für was ist Leunzach heint? Für was Leunzach? Halt die Jirische. Halt die Jirische.
mit der Jerische, mit dem Umgehen, mit der Sache, der Becher, der Muschel, der Becher. Mit der Becher, wusste ich nicht mit der Becher. Das ist eine schöne Sache. Man kommt der Becher in der Jerische, man muss es reinigen, man stellt es weg, man gibt dem Becher Covid. Oder man kann es weglegen, er geht so, und man vergisst auf dem. Und der Becher wird sein Stamm gar nicht. Verschadet. Das ist die Jerische, das ist unsere Jerische. Wir müssen es halten. Brennt a Feierl und im Stub is heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Alef Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Alef Beis. Sogt sie Kinderlach, gedenkt sie Teire, wo sie lernen do. Sogt sie noch einmal, und tacke noch einmal, kommet's alle vor. Sogt sie noch einmal, und tacke noch einmal, kommet's alle vor. Als ihr Kinderlach wird älter werden, wird ihr bald verstehen, wie viel in die Oisis liegen Tränen, und wie viel Gewehen, wie viel in die Äußers liegen Tränen, und wie viel.